Seid gegrüßt, liebe Freunde, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wieder zu einer weiteren Folge mit Roland noch auf der Albatros. Ich war ja auf der Insel, auf der Piraten-Korsan-Insel und ich habe mal wieder freundlicherweise ein paar nette Hinweise bekommen von dem Odyssey-Mod-Team, wie ich denn weiter verfahren möchte und sollte, nicht möchte. Ich kann also Folgendes machen. Also ich sollte Folgendes machen. Erstmal weiterspielen drücken und dann gab es den Hinweis, ich sollte doch mal gucken, weil als ich Sam gelootet hatte, gab es eine Schatzkarte von Mendoza, also auf jeden Fall irgendeine Karte. Jetzt gucke ich mal, wo die ist. Karte von Captain Mendozas Insel, da ist er auch. So, das habe ich nämlich nicht gemacht vorhin. Ach, nein, das ist nicht. Das ist ja die. So, Schatzkarte. So, das ist das Stichwort. Ah, Tagebucheinträge. So, und da sehen wir die 12 Verstecke, die wir ja schon ausgegraben hatten mit den einzelnen Buchstaben. Gucken wir dann mal auf Mendozas Schatz. Ich habe in Sams Taschen eine Karte mit Markierungen gefunden. Auf beiden Nachbarinseln sind 12 Kreuze eingetragen. Scheinbar handelt es sich um die Verstecke, die Mendoza angelegt hat. Die Eintragungen in Mendozas Tagebuch sind wohl doch nicht so wertlos, wie ich zunächst angenommen hatte. Ich sollte alle 12 Stellen aufsuchen, dort mal graben. Das hatten wir vorher schon gemacht, beziehungsweise ich. Ja, gibt's denn noch was? Schiffbrüchige, das haben wir alles gesehen. Abtrünnige Crews, auch cool. Ja, dann gucken wir mal zur Abwechslung mal hier. Erfüllte Missionen, haben wir auch schon durchgelesen. Yep. So, und dann sollte irgendwie es möglich sein, an der von mir vermuteten Stelle mal etwas anderes auszugraben. Deswegen sage ich zu bald, woher können wir jetzt segeln? Wohin können wir jetzt segeln? Das entscheidest doch du. Bestimme den Kurs selbst. Ja, genau, richtig. So, Mendozas Schlupfwinkel. Segeln wir zu Mendozas Schlupfwinkel. Gut, wir werden sofort lossegeln. Jawohl, okay, dann machen wir mal Folgendes. Wir werden ganz einfach mal hier wieder einen leichten Öppler hier haben. Respektive, wenn wir mal hier wieder zum Schlupfenwinkel. Schlupfenwinkel, wie komme ich auf Schlupfenwinkel? Naja, gut. Okay, hier mal kurz rüberschwimmen, weil hier auf der linken Seite das Zelt ist. Und da sollte ich was finden. Weil jetzt. Ja, ich habe ja auch nichts nicht irgendwie gegraben, also habe nicht rumgeklickt. Aber dank des Hinweises sollte ich mal hier klicken. Mal gucken, vielleicht gibt's hier was. Da, wo ich schon mal versucht hatte. Neben dem Zelt hieß ja das Lösungswort. Nee, hier komme ich gar nicht weiter. Bin ich mal gespannt, wo das sein soll hier in so einem. Okay, vielleicht links vom Zelt. Aha. Hier komme ich auch nicht vorbei. So, hoffentlich ist das hier. Nein? Warum nicht? Neben dem Zelt. Aha. Das kann auch ein bisschen dauern, bis ich das hier gefunden habe. Vielleicht hier drin. Klicker, Klicker. Auch nicht. Das ist zu weit entfernt. Das ist die Pfanne mit gemeint. Okay, ich muss mir eben auch noch weiter probieren. Vielleicht schaffe ich es ja. So, nach ein bisschen Tricksen und Versuchen habe ich es gefunden. Es ist doch hier. Und zwar, wo war es? Hier ungefähr. Hack-Animation. Wo ist sie denn jetzt? Da. Zack. Hack. Nix. Was ist denn das? Nix. Wieso ist hier nix? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Vielleicht muss ich ja alle Zettel nochmal durchlesen. Vielleicht ist dann irgendwie. Aha. Okay. Das werde ich ihn jetzt mal im Off machen. Vielleicht tut sich dann was.
Gut, also, nicht bei allen gab es noch einen Tagebucheintrag hörbar, sondern auch, So, ich musste sie nochmal durchlesen. Also, ich habe am Fundort, das ist ja cool, also, ich habe am Fundort Nummer 1, 10, 11, 12, genau richtig. Ich habe alle 12 Zettel gelesen, die ich gefunden habe. Scheinbar geben die 12 Buchstaben irgendeinen Hinweis. Vielleicht ergeben sie sich, wenn ich sie hintereinander lese, ein Wort oder einen Satz, aber in welcher Reihenfolge. So, und logischerweise, schlussfolgend, daraus müsste doch dann hier irgendwo was zu hacken sein. So, wo war das? Hier nochmal. Los. Ja. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Jetzt klappt es. Na, also die Reihenfolge. Das muss man immer ausprobieren. Wusste ich auch vorher noch nicht. Okay, wir haben eine Schatulle. Wir haben eine Juwelenschatulle. Boah, Elixier der Stärke. Elixier des Geistes. Elixier des Lebens. Dicker, schwerer Lederbeutel, Elixier der Geschicklichkeit, goldener Kelch, Doppelklingenaxt und das war's. Ja, dann ist es natürlich klar, was ich als erstes mache. Erstmal hier die wertvollen Tränke zu mir nehmen. So, dann haben wir hier mal, so, Elixier der Geschicklichkeit. Gluck, gluck. Plus 3, Elixier des Lebens, plus 20, Elixier des Geistes, Mana plus 5 und Elixier der Stärke plus 3. Cool, Trank der Geschwindigkeit ist Lullefax. Gut, speichern. So, jetzt nochmal gucken. Jawohl, erfüllte Mission Mendozas Satz. Ich habe Mendozas Schatz gefunden. Mit so richtig schönen Sachen. Gut, dann geht's wieder zurück zum Schiff. Ich weiß, ich habe hier bestimmt auf gegenüberliegenden Inseln noch ein paar Kleinigkeiten vergessen, aber das ist jetzt mir, da schwimme ich jetzt nicht rüber und hole mir da noch ein paar Muscheln. Es sei denn, da ist noch irgendwas brennend Wichtiges, aber die brennend wichtigen Sachen, die habe ich ja alle gefunden. Ja, schön. Ja, richtig cool. Also ich mag sowas. Ich mag sowas ungemein, dass auch Rätsel drin vorkommen. Nur auch in immer mehr Mods gibt es Rätsel und solche Geschichten. Das erste Rollenspiel, was ich gespielt habe, war Soul Reaver. Legacy of Kain. Das war mit Rätseln bestückt ohne Ende. Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, wieder zurück auf der Albatros. Und jetzt auf Anraten der Community des Odyssey-Mod-Teams. Zurück nach Varant. Wohin können... Bestimme... Und zwar... Segeln wir zu der Südwestküste von Varant. Richtig. Gut, wir werden sofort lossegeln. Ich segle jetzt wieder zurück nach Varant. Gut, Innos möge dich beschützen. Ja, da bin ich wieder. Dann gehe ich erstmal hier von Ernst weg und rendere mich mal ein. Okay. Das geht ja wieder fix hier. Dann setze ich meine Runen neu, weil ich will nach Uga. Uga. So, da Uga ja assassinenträchtig ist, ziehe ich meine Robe an und lasse ich erstmal den Helm so auf. Speichere ich mal. Gut. Ich habe noch einen Hinweis bekommen. Und zwar muss ich einen Schlüssel abholen. Und ich sollte das bei Tartarons Haus machen. Und das sollte ich nachts machen. Jetzt ist es auch so, der Hinweis vom lieben Alain hat auch geheißen, es wäre egal, dass ich eine, egal welche Rüstung ich anhabe, die seien mir fröhlich gesinnt oder gut gesinnt. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so ist. Na ja, okay, das dauert ein bisschen. Aha. What the matter ist hier passiert? Hä? Sind die jetzt alle hin? Nee, doch nicht. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Alles klar.
Alarm! Also ist das jetzt nicht richtig? Gut, okay. Moment mal, habe ich mich verlesen? Ich muss mir erstmal noch... Okay, jetzt bin ich hier am Südtor von Uga. Und empfohlen wurde mir, doch nördlich an die Sache heranzugehen, weil da weniger Wachen sind. Verstehe ich jetzt nicht. Moment mal, oh nee. Wie komme ich denn da jetzt wieder nochmal hin? Ja, okay, das muss ich im Off suchen. Yippie! Der Weg ist nicht mehr weit nach Uga. Und für alle, die sich jetzt noch während des Spiels bzw. meines Let's Plays sich fragen, wo ist denn jetzt der Schatz von Mendoza? Außer die Schatullen und die Juwelen. Das habe ich nicht vergessen, weil es ist... Oh, jetzt hat sich diese... Ja, da ist es. Zuerst war es ganz unten. Ein Lederbeutel, schwerer Leder mit goldenen Münzen. Und zwar von exaktement 10.000 Gold. Das ist doch toll. Dann gucken wir mal weiter. Und ich melde mich wieder, wenn... So, nördlich von Uga befinde ich mich jetzt in der Oase. Wir haben es jetzt so 1.18 Uhr. Das müsste jetzt eigentlich nächtlichst genug sein. Und auch obwohl ich eine Nomadenrüstung habe, bin ich jetzt mal gespannt, ja, wie ich ja, muss ich mir auch mal im Zettel nochmal gucken. Oh, der ist noch hier irgendwo. Oh, da sind ja welche. Mit Fackel. Ja, dann checken wir mal die Lage hier. Weil die waren ja schon von Anfang an ja schon aggressiv. Also zig Folgen vorher auf einmal waren die aggressiv. Jetzt mach ich die Fette. Ja, super klasse. Wird so nichts. Wird so nichts. Na, dann komm. Okay. Der nächste ist da noch. Pfeil im Bogen. Na, jetzt hat er wieder einen Pfeil im Bogen. Hey, das sind echt Millimüs. Sorry. Oh, noch einer. Uiuiui. Sollte ich mich mal hier wieder erfrischen? So war das jetzt so geplant? Fragezeichen. Sowas getrunken und gespeichert. Ah, da ist noch einer. Ja, okay, dann mache ich mal Folgendes. Werde ihn noch mal ein bisschen aus seiner Animation lösen. Ich könnte ja eigentlich auch hier rumgehen. Werde dann versuchen, ihn nochmal, so, ist er jetzt weg, beziehungsweise hat er sich weg verpieseldeit. Dann werde ich nämlich Folgendes machen, ich werde doch nochmal diese Robe anziehen und schauen, ob er, weil das war ja schon mal so. So, schauen wir mal. Ist er noch da am Stehen? Sieht nicht so aus. Ich muss ja zu Tatarons Haus. Nö, jetzt ist er nicht mehr da. Hier war er ja wohl. Jetzt bist du dran. Nee, also hat jetzt... Hat leider nicht geklappt. Mist. Da muss ich mich wieder... Nicht getroffen, ein Glück. Nicht getroffen, ein Glück, bessere Rüstung anziehen. So, das ist jetzt dann auch egal. Jetzt bist du dran. Nee, ich gehe jetzt woanders ran. Ich habe ja die Karte von Uga. Oh, jetzt hat er es wieder umgeswitcht. Sorry, Leute. So, jetzt habe ich sie wieder gefunden. Also mit M kann man eigentlich immer die Karten, aber dann macht er irgendwie einen random Kartenkram. Was vorher nicht so war. Warum, weiß ich auch nicht. Aber egal, Hauptsache wir haben ja da die Karte im Inventar. Aber ich entferne mich immer weiter von Tantaras. Ach Quatsch. Tataron weg.
So, wie sieht's denn hier aus? Da muss ich nämlich wieder in die Richtung hin. Ups. Aha. Wer kommt jetzt an? Ah, da kommen welche an. Sind das Räuber oder was? Weil die sind hier in diesem Zelt gefangen. Tatsache. Okay. Also Straßenräuber. Hat's immer noch welche. Okay, speichern. Ja, dann weiter geht's. Schauen wir mal, wie das hier aussieht. Hier, wo das Gefängnis ist. Der Knast. Da ist noch der Knastwächter. Was haben wir denn hier? Scharfes Messer, Gerbbaum. Ja, okay. Oh. Wen haben wir denn da? Elite-Assassine. Ah, das wird schwierig. Das wird schwierig. Da hinten. Bist du dran. Wo? Ah! Mist. Schleichen habe ich es auch nicht hier. Jetzt bist du dran. Egal, was ich für eine Rüstung anhabe, sie sind immer feindlich. Oh. Da ist einer. Was ich natürlich vergessen habe, ist... Ach, was soll's. Giftpfeile einzu... Sklavenwache. Will der an mich ran, oder was? Hallo. Ah. Der will wohl nicht. Ah. Bin jetzt ein bisschen verwirrt. Die Sklavenwache ist schon mal weg. Speichern. Trinken. Okay, jetzt müssen wir aber mehr so hier in die Richtung hin. Oh, hinten ist wieder einer. Ja? Sklavenwache. Ach, lassen wir den erstmal da stehen. Was war das? Ist auch einer. Muss ich mal auf die Karte gucken. Mann, Mann, Mann. Aha. Uga ist weiter rechts. Tataron ist weiter rechts. So, wie sieht's hier aus? Das war der Schlechter. Der Ziegenschlechter. Wer liegt denn? Schläft der oder? Leo schläft. Okay, mit seinen Ziegen. Okay. So, drücke ich nochmal M, habe ich wieder diese Karte. Jetzt komme ich doch von der Südseite rein. So was Beklopptes aber auch. Habe ich leider jetzt nicht so ganz mitgekriegt, wie ich das am besten hinfriemele. Ja, okay. Gehe ich mal wieder zurück und versuche es dann darüber. Ah, obwohl da ist eine Wache. Oh, oh, Straßenräuber hier. Fein. Hier war auch noch meiner. Mann, oh Mann, die zappeln aber ab da. Rasenräuber sind ja hier nur unterwegs. Mann, oh Mann, oh Mann, muss man immer aufpassen. Okay. Ich kann mich seicht erinnern, dass ich doch mit jemandem die Stadt Uga zusammen einnehmen sollte. War es jetzt Said oder der eine Magier da? Wie ist denn nochmal Mercurius? Jetzt bist du dran. Bei den Nomaden. Ach, er da. Okay, was haben wir hier? Ja, hier komme ich eh nicht weiter. Aber schau mal. Ja, da muss ich doch so rum. Ach, Leute, ist das dull.
Da doch schleichen? Aber was nützt mir schleichen, wenn sie mich sehen? Das ist die große Frage. Ich glaube, ich mach's wieder falsch. Moment. Oh. Ah, kann ich gehört werden oder was? Okay. Was bist denn du hier für ein Teil? Bist du auch? Vielleicht sollte ich mal hier gucken, kurz gucken. Elia-Statue, ja, natürlich. Oh, seht es mir nach. Ah. Sag mal, graut dem morgen schon wieder oder was? Tatsache. Hä? Hm. Kann auch hier nirgendwo pennen irgendwie. Das ist mir dann zu riskant. Oh, da ist einer. Das ist mir hier zu riskant. Okay, dann penne ich mal hier. So, erstmal ausrechnen, wie viel brauchen wir denn hier? 4,35. Gut, dann werde ich mal auf meinem Ziegenfell schlafen. Das überspringe ich dann. Das war doch keine gute Idee, weil dann hier ich auch wieder gleich angegriffen werde. Von einem Magier. Hab jetzt so schnell den Namen nicht lesen können. Mann, oh Mann, oh Mann. Bin so ungeduldig. Ich will mehr wissen. Im Grunde genommen würde ich sie alle wegklatschen, aber... Menno, Menno, Menno. Liegt hier was rum? Ja, es liegt zwar was rum, aber... Tatsache. Päckchen, Säge, Hammer, Kochlöffel, Krautstampfer. Okay. Habe ich das noch gar nicht mitgekriegt, dass hier was war? Okay. Ich mach's kompliziert, ich weiß. I'm so sorry. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Siehst du? Schleichen ist hier nichts. Mann. Da schwebt einer runter. Das ist ja nicht zu fassen. Mal gucken. Er versucht zu schießen. Und bleibt hängen. Okay. Und jetzt macht er wieder einen auf den. Arg! Ich muss ja einen Schlüssel stehlen. Oh, der hat das gesehen. Ich muss irgendwie so einen Schlüssel stehlen. Okay, dann werde ich mich mal hier wieder in eine sichere Ecke begeben. Ich hoffe, dass die so einigermaßen sicher ist. Leute, einen großen Wauxpas ist mir passiert. Und zwar habe ich mich verlesen, was Alain angeht. Wahrscheinlich hast du dich auch schon wieder geärgert. Ich habe statt feindlich gelesen. Ach ja, ich habe es mir nochmal durchgelesen und war meine irrige Annahme. Also, okay, dann ist die Sache auch schon mal geklärt. Gut. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, dann muss ich irgendwie versuchen, da zu Tartarons Haus zu kommen. Tja, und hier ist natürlich wieder... Das wird heikel. Heikel wird das. Ja, ich wollte ja eigentlich schlafen, aber das ist jetzt hier alles wieder viel zu früh hier am Morgen. Warte mal. Kuckuck, ist hier jemand? Okay, hier ist niemand. Das weiß ich natürlich nicht. Schauen wir mal, ob jemand hier im Turm ist. Nein, ist hier nicht. Das sieht aus wie Bett. Nee, doch nicht. Okay, dann mache ich Folgendes. Wie wär's, wenn du die Tür mal wieder zumachst? Das ist die falsche Seite. Ja, ich weiß, aber ich wollte sie von innen zumachen. Ja, gut.
Okay, dann werde ich mal versuchen, trotzdem mit meinem Ziegensack hier mal zu schlafen. Habe ich den noch drinnen? Nein. Ach, Leute, Artefakte. Ausruhen. Machen wir erstmal bis zum nächsten Morgen. Okay. Das überspringe ich dann, bis ich wieder Nacht habe. So, jetzt müsste es nach 12 sein. Weil dann weniger Wachen sind. Gucken wir mal nach. Ja, 0.07 Uhr. Sehr schön. So, Alain, ich hoffe, ich habe dich nicht verrückt gemacht. Ich weiß jetzt, ich weiß nicht, was mit mir heute los war. Ich weiß nicht, was mein Gedankengang war, weiß ich nicht. War gestern Abend, war es ein bisschen britzelig bei mir, also bin da noch ein bisschen geschockt deswegen. Okay, aber jetzt bin ich, ne, wie es hier ist, von der Südseite aus. Ne, von der nördlichen Seite. Ich empfehle dir, nachts von der nördlichen Seite in die Stadt Uga zu gehen. Ja, das ist aber hier nicht die nördliche Seite, das ist ja die südliche Seite, ne? Oder die nördliche Seite? Bin ich jetzt total plätt? Also das hier ist die südliche Seite, nicht die nördliche Seite. Und das ist irgendwie näher dran als, wo ist da was? Ach, ein Wirt. Ach, was? Dann mache ich sie als alle platt. Mir doch egal. Wie lang sind die Faxos, Dickos? Klaas. So, das war's, Klaas. Außerdem bringen die mir XPs. So, den habe ich ja schon gelootet gehabt, den anderen auch. Ja, von mir aus. Jetzt kommen sie wieder mit feinem Bogen an. Ja, das, da muss ich mich halt eben vorkämpfen. Los. Komm mal ein bisschen näher an und hol mal deine Waffe. Hm? Ach, egal. Na toll, kein Geschwindigkeitsring angelegt mehr. Okay. Ist der auch hin? Noch irgendwer hier ums Eck? Neien, trinken, speichern. So, jetzt schleiche ich mal. Gucke auf die Zeit. Die ist schon wieder bereit, die Zeit. Ja, schade, in der Folge schaffe ich das nicht, den Schlüssel zu holen. Oh, ist das langweilig, wenn ich schleiche. Ist doch übel. Aber wenn die mich sehen, was soll ich da schleichen? Ach ja. Ja, siehst du? Wusste ich's doch. Läuft's. Och so, er kommt an. Ja, okay, dann holen wir uns mal ein bisschen hier Abstand. Das ist wieder der Wirt. Okay. Gut, okay. Dann werde ich mal bis hierhin mal den Kampf beenden und freue mich beim nächsten Mal, was dann passieren wird. Okay, liebe Leute, herzlichen Dank und sorry wegen der Verwirrung, die ich hatte und die ich euch gemacht hatte. Aber es ist halt eben so, wie es ist. Überraschungen sind immer da. Okay, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.